Moin zusammen und herzlich willkommen bei Endless Camping. Ich bin Carsten. Wir sind immer noch in Kroatien. Aber leider nicht mehr lange. Das ist unser letzter Tag heute. Letzter Tag heißt auch immer Abbau, das ganze Geschiffe wieder verstauen. Da nehme ich euch heute mal ein bisschen mit. Bleibt gerne dran. Nach dem Intro bauen wir ab. Ja, wie schon angekündigt, fangen wir an mit Abbauen. Hier, den Karak habe ich schon abgespült da hinten. Damit geht jetzt gleich so ziemlich los. Fangen wir jetzt an, hier die Sachen alle in Gaskasten zu verstauen. Ja, alle müssen mit anpacken. Ist so. So, könnt ihr das ein bisschen sehen? Wahrscheinlich schon, ne? Guti. The sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. So, hier haben die Jungs schon mal freundlicherweise die Luft aus den Stand-Up-Paddleboards gelassen. Und hier geht es jetzt weiter mit Karak, Paddleboard, alles wegpacken und mal sauber machen. So sieht das aus. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. With your hand in mine, all wrapped up warm, sitting by the fire. This life is the best, living wild and free, with you there right next to me. Oh, no matter where we go. So, Karak ist weg, Stand-Up-Boards haben wir zusammengepackt. Die Jungs waren gerade noch baden, haben jetzt hier auch noch schnell mit angepackt. Katharina hat noch mit angepackt. Und der natürlich halt da oben rein. Und ich laufe aus. Ja, und dann habe ich schon eine Sache weniger wegzupacken. Ja, das ist hier unser Platz gewesen, 185. Ja, kleiner Zwischenstand hier vom Abbau. Es ist eigentlich nur auf das Vorfeld. Alles andere ist schon irgendwie verstaut. Aber wir machen das jetzt ganz entspannt und nutzen noch mal ein bisschen die Pause. Und setzen uns hier noch ein bisschen Schatten. Und dann. You did.
Tada! So, guckt mal, Leute, es ist fast vollbracht, nur auf den Teppich. Die Kühlbox kommt nachher noch ins Auto. Die hält sich sehr lange kühl. Und wenn die Getränke dann nicht mehr ganz so kalt sind für die Rückfahrt, ist das auch kein Beinbruch. Hier ist jetzt erstmal wieder konspirative Pause. Es presst sich aus allen Poren raus. Also warm ist es. Ich bin auch schon gebadet wieder. So, Auto haben wir jetzt mal hier hingefahren, weil, zeige ich euch, wir ja noch die Kühlbox haben. Die ist jetzt hier hinten drin. Hier nochmal mit, bleibt noch mit Strom versorgt. Hier ist jetzt alles soweit abgebaut. Tisch und Stühle machen wir morgen. Die Wäschespinne machen wir nachher noch. Ja, somit das Gröbste jetzt gemacht. Wenn wir dann wegfahren, nochmal Müll sammeln. Und ich habe, wenn es klappt, noch eine Überraschung für euch morgen. Aber das würde ich euch dann erst auf dem Abreisevideo zeigen. Ja, und nachdem wir nun abgebaut haben, sind wir hier nochmal runtergegangen am Strand. Ne? Hier nochmal ein Leckerchen. Zum Abschluss. Ihr könnt nochmal ein bisschen dieses Panorama hier einfangen. Geil. Und den Sonnenuntergang, den will ich uns noch gönnen. Mal gucken, ob da was kommt. Ob das was wird. Schwitzen tue ich auch schon wieder, aber ist nicht so schlimm. Ja, haben zwei schöne Wochen hier gehabt. Da kann man überhaupt nicht meckern. Das war wirklich sehr schön. Passt. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Yours too.